Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Ja, 12 Stunden, 13 Stunden. Wir sind schon 12 Stunden geflogen. Ja. Länger. Eigentlich, wir sind eine Stunde noch gefahren. Heute Morgen los. Wann bist du los? 10. Ja, ich nicht. Nee, das ist ja auch das, du hast in der ersten Januarwoche das komplette Wartekontingent für das ganze Jahr verbraucht. Ja. Halbe Stunde zu spät. Ja, eine halbe Stunde das ist gewartet. Wirklich schon wieder frech. Nee. Das ist frech. Nee, das ist frech. Ja, nee, also sind jetzt schon, ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir hier Nachmittag. Genau. Nicht ganz 20 Stunden sind unterwegs, 18 Stunden so. Ja, jetzt geht es heute los, ne? Also so Japan ist halt, ist eine andere Hausnummer, ne? Also das muss man sagen, wenn man nach Amerika fliegt, soll jetzt nicht blöd klingen, aber grundlegend ist es so, dass es schon alles sehr, sehr ähnlich zu uns ist. Ja, man ist halt sehr schnell, fühlt man sich nicht heimisch, aber man ist drin. Ist halt relativ einfach. So, jetzt genau. Kommst du hier raus von dem Flughafen und da gucken dich die Schriftzeichen an und da kann dann auch nicht mehr so viel Leute Englisch, muss man ja auch dazu sagen, was jetzt ja gar nicht so schlimm ist, weil die auch alle immer nett sind. Ja, aber es ist halt ein anderes Level hier, ne? Also du merkst halt einfach, dass ja, egal mit wem du dich unterhältst, sprichst, du merkst, okay, Englisch ist nicht so die erste Sprache, definitiv nicht. Ja. Also das ist, ja, ist halt anders. Ja. Und dann halt, ja, ich sag ja, wenn du 1,90 groß bist. Ja, das ist hier halt schon schwierig. Ja, ne? Also das geht los bei der Dusche. Wir haben wirklich kein schlechtes Hotel, das muss man echt sagen, das ist echt gut. Ja. Und also ich hab vielleicht 10 cm Platz zur Decke oder so. Ja. Maximal. Also ja. Das ist schon das. Das Bett wird auch noch ein Highlight. Ja gut, da gucke die Füße heute Abend raus, ja. Das sehe ich jetzt schon. Aber und auch wenn du so durch so eine Tür durchläufst, dann siehst du halt einfach mal, ja, das ist halt anders, ja. Ne? Also das, wie krass das halt auch anders ist, ne? Also du merkst in dem Auto schon, der ein Bekannter vom Semmel hat uns abgeholt. Und der hat so einen ganz kleinen Suzuki Carry, heißt der bei uns, hier heißt der Suzuki Avery. Und ja. Wir sitzen da hinten drin. Nee. Ja, Carry. Ja? Carry, richtiges Granate, das Ding. Ja. Hecker, das ist hier Mittelmotor. Ja, so fährt er auch. Ja, das ist eine Nordschleife-Edition, ist das hier. Oh. Ja. Nee, und jetzt geht es halt los. Also ich denke mal, heute wir fahren nach Samai. Nee, Saitama. Saitama. Ja. Genau, da sind so ein bisschen Wankelshops, genau. Ein bisschen MX-5-Shops. Und genau, da gucken wir jetzt heute mal ein bisschen. Ja, dann gehen wir nachher was essen, dann wird es heute auch nicht so dramatisch, ne? Ja, haben ein bisschen was vor. Nehmen wir hier mal mit die Kamera, gucken mal so gut es geht. Das muss man natürlich auch sagen, wenn wir da von den Japanern eingeladen werden. Schauen wir mal, wie wir das mit einer Kamera dann auch darstellen können. Aber ich glaube, grundlegend sind die alle nett und freuen sich. Ja, wobei jetzt ganz oft siehst du keine Kamera. Ja, klar, müssen wir mal gucken. Schauen wir uns dann an, aber grundlegend ja, machen wir jetzt heute erstmal heute Shops, morgen Shops. Genau. Und dann geht's weiter auf die Messe. Also, genau. Bis später. Ciao. So Leute, ja, wir sind angekommen in Japan und Zoe, unser Fahrer, ganz, ganz lieber netter Mensch, hat uns mit zu Freunden von ihm genommen und der Shop heißt Lead Car Shop, das ist auch bei Insta, wir werden ihn auf jeden Fall verlinken und das ist Next Level, also du fährst einfach von so einer Hauptstraße darunter, also dass wir mal ganz kurz euch mitgenommen haben, auf dieser Straße sind wir hergekommen. Dann fährst du hier so rein. Also so sieht es ja alles aus. Bam. Und das ist der Shop. Also so um Außenfassade ist jetzt nicht so ihr Ding. Und dann steht da einfach so ein Breitbau, FD, Endlevel, Neber, einem RX-8, einem ND, der aber absolut hier runtergeht, noch ein RX-8, noch ein RX-8. So eine Silvia-Hütte. Bald mal sein Vater, aber ich glaube, das ist einfach ein Driftauto. Aber das ist nicht so das Thema. Und dann kommen wir, also genau das, die mich. Als Soai, Semyon und dann haben wir einfach dieses wunderschöne Auto. Ist ja in den 7-Stock-Videos schon gesagt, dass mich diese alten japanischen Autos einfach noch viel, viel mehr abholen wie. Gerade FDs, weil es ist ja hier FD-Himmel, ne? Also, das ist die Jungs, die Werkstatt.
Es ist halt das Next Level. Geil. Also erste. Oh, they had. Erste Werkstatt oder erste Shop, schon krass. Ich habe gesagt, wir gehen mal kurz rein in den Shop und dann nehme ich euch nochmal eine Runde mit. Wie siehst du es? Ja, Junge, das ist halt, ich sag mal so wie erwartet, aber das ist natürlich schon ein anderes Level. Fährst hier um die Straße in die Ecke und da steht da so ein kranker FD-Breitbau. Ja. Also das ist halt, ich sag mal, man kennt es so ein bisschen aus März, aus dem Urlaub letztes Jahr. Da war das Original genauso, aber es flasht trotzdem. Aber ich finde, es hat halt jetzt schon hart geflasht, weil wir sind ja eben erst gelandet. Ja. Und ich bin noch ein bisschen, wir waren noch kurz bei Don Katze. Ja. Katze Don. Ja. Und haben da was gegessen und das war echt gut. Ja. Und dann war ich noch so ein bisschen müde und auf einmal steht dieses Ding da vor. Die war also echt krass. Ja. Also ich nehme mich aber nochmal rein mit in den Shop. Also geht auf jeden Fall schon gut los. Ein Wachhund, hier ist ein Wachpython. Nee, aber wisst ihr, was ich euch noch zeigen muss? Weil das ist das viel krassere, das sehe ich ja jetzt gerade erst. Weißt du, was das da ist vor dir? Ja, das ist ein Die Firma SPS hat ungefähr 50.000 Euro dafür investiert, damit das Ding leise ist. Und hier steht einfach der Dynapack draußen. Ja. Das ist echt geil. Also, krasse Nummer. Ich finde es auch spannend. Mich würde einfach mal interessieren, denkst du, hier wird irgendwas geklaut? Weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die jeden Abend den Dynapack da wieder reinräumen. Nee, ich sag ja, hier gibt es wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, keine Kriminalität, aber die werden hier die Autos dazustellen. Aber Junge, wenn du jetzt mal unauffällig darüber schwenkst, da ist kein Tor mit. Ich finde aber die Werkstatt viel geiler. Also ich finde es halt auch mal, das ist unser Auto. Du sagst die ganze Zeit, das ist ein Suzuki Avery. Ist das ein Suzuki-Zeichen? Hey! So, wir sind hier bei Panspeed, wie man das gut erkennen kann. Und das ist echt spannend. Das Problem ist, dass keiner Englisch kann. Das ist halt echt hart. Also nur Soei kann Englisch, aber er ist nicht so dicke mit den Jungs hier. Deswegen sind wir hier ein bisschen am jetzt filmen. Und ich hätte so gerne einfach ein bisschen Renngeschichte von denen erzählt bekommen. Weil da stehen so viele Trophäen, aber leider, er versteht auch nicht, was wir wollen, dass wir einfach mal vorne in den Shop hätten gehen wollen, einfach dieses gelbe Monster da uns hätten angucken wollen. Das klappt aber jetzt leider nicht, aber trotzdem, wir haben so viele krasse Autos hier in der Werkstatt. Also wenn wir uns mal, ich drehe jetzt mal die Kamera und gucken wir uns das nochmal zusammen an. Das ist so ein krasses Auto. Die Autos sind einfach ganz normal. Sie liegen überall Kram rum, überall Krempel. Also FDs hat es auf jeden Fall mehr als genug in Japan. Zumindest was wir jetzt schon gesehen haben. Also es ist echt krass. Okay.
Wir sitzen da, machen irgendwie Mittag oder so. Dann sehen wir uns immer noch völlig geflasht von dem Gerät hier. Das ist wirklich krass. Haben wir eben gesehen, als es auf der Straße hierher gefahren ist. Einfach so. Ja. Probefahrt. Ja. Und der RX8 ist auch krass, ne? Da sieht sogar so ein RX8 auf einmal gut aus. Das ist hier auch grundlegend. Du musst halt schon ein bisschen was machen an der Karosserie, gell? Du musst natürlich sagen, wenn da so ein Spoiler dahin drauf knallst, da sieht das natürlich auch direkt mal ein bisschen männlicher aus. Was halt auch krank ist, das jetzt also hier ist der Shop. Wie man das hier so sieht. Das ist ja dieser super bekannte Panspeed-Auto. Und ich sehe dann einfach dieses Auto da. Steht dann einfach rum. Alter, wenn ich diese Felge allein schon sehe. Das ist so krank. Das ist ein FD. Das steht also hier ist der Bürgersteig, ne? Der steht einfach da. Und ich glaube, der steht schon ein bisschen länger. Zumindest sieht es so aus. Ja, also wie ihr merkt, es ist auch super windig, das ist alles hier ein bisschen anders und ja, wir fahren jetzt weiter zum nächsten Shop, ist auf jeden Fall schon krass, also wenn du so eine, aber ich finde es immer heftig, wenn du die kennst aus dem Internet und dann siehst, wie die wirklich sind, weil es dann ist, das Größenverhältnis ist nochmal anders, man muss aber sagen, dass für japanische Verhältnisse die Werkstatt hier doch relativ groß ist. So, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind bei Garage 101 angekommen. Der eine oder andere kennt vielleicht das Auto schon, beziehungsweise die Firma, dass ihr ein Gefühl dafür habt. Das sind die Erfinder, wenn man es so will, dieses Bodykits. Das Auto kennt vielleicht auch der eine oder andere das Video, wo das Auto super sehr schnell war mit so einem 2,1 Liter Long Rod BP. Sehr, sehr geil. Ich finde einfach der Wahnsinn, weil ich frage mich, und die Frage hat sich sehr genau gestellt, wo produziert dieser Mann diese Bodykits? Weil das ist echt so klein hier. Ich finde es auch gut, wir klippen den kompletten Käfig zurück. Die machen das nicht so, lassen die einfach... Also er baut halt hier auch ein bisschen, aber es wird nicht so viel gebaut hier anscheinend. I really love that car. I really love it. It's so nice. Really, really nice. Oh, Junge, mehr Licht. Oh, ist nice. FRP. Oh? Fiber. Yeah? I really love that car. So. Also wie ihr gesehen habt, jetzt kennt ihr dieses Auto, das kennt der eine oder andere. Und diese Shops sind halt echt so klein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist auch, also Unordnung ist gar kein Ausdruck. Aber da hat der Semir mir schon gesagt, das ist ja ganz normal. Also das ist auf jeden Fall ein anderes Level. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wo die hier arbeiten. Weil du hast gar keinen Platz. Also da oben ist auf jeden Fall der IT-Helpdesk, da steht ein Trugger und ein Computer. Nebendran die Mikrowelle. Da hinten, guck mal, da oben klebt Jack Daniels auf der Klimaanlage. Da geht es also auch vorwärts in den Beruf. Es sieht aber auch ein bisschen aus wie eine Bar da oben, wenn du so ein bisschen rechts in die Lichter reinschwingst. Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Laden. So Auspuff gibt es auch schon vorgebildet. Ist auf jeden Und zum Surfen fahren kannst du mit dem Skateboard auch. Also hier ist ja. Auf jeden Fall Chaos ist ja. Hier schon ganz weit ja, vorne. Aber das ist halt so, ne? Also dafür, dass es so ist, ist es ja schon noch aufgeräumt. Das ist richtig, aber ist ja. Geil, finde ich auch, dass du da hinten in das Lager guckst. Ja, das Lager ist halt ein bisschen... Ich finde halt, ich habe die ganze Zeit immer Angst, dass ich irgendwo ging. Eben habe ich fast die Lenksäulen da hinten abgerissen. Um bei der Aktion die Lenksäulen abzureißen, ist also mir eigentlich aufgefallen, dass da hinten noch ein halber BP zerlegt ist. Ja, also ich glaube, wenn du da das Armaturenbrett jetzt in dem Schrank beruhigst, dann klappt der Laden hier zusammen. Das ist wirklich schon...
Das ist schon gut, ne? Also auch, ich finde halt auch dieses Ludolf-Haufen-Prinzip da an der Treppe. Ja, guck mal, der hat auch deine Jeanshose schon Mäuel fürs Schaffen auch schon gewaschen. Ach, es ist schon. Es ist auf jeden Fall anders hier, ne? Und keiner hat eine Heizung, ne? Ist mir aufgefallen. Nö. Aber hier gibt ja dicke Jack hier, gell? Das ist schon krass. Gut, ich glaube, das ist hier ähnlich wie bei uns. Hast ja auch eher 9 Monate, wo es ja wirklich relativ warm ist. Und hier hast du ja wirklich in Tokio 30 Grad. Und dann haben die ja eine Luftfeuchtigkeit. Das ist ja zum Umfallen. Ja. Das ist ja wie im Dschungel, so ungefähr. Und ja, gut, aber klar, jetzt so im Winter. Aber da siehst du doch die Heizung. Da siehst du vorne das schwarze Ding da. Ah, da schmeißt du ein kleines Kühl rein und dann geht's hier rund. So, erster Tag ist rum, ne? Ja, Mann. Krank. Ja. Also für mich der krasseste also wir hatten ja alles. Wir hatten von, okay, so Überraschungsmoment. Also man muss dazu sagen, wo waren wir überall? Wir waren bei Lead. Genau, Carshop Lead heißen die, genau. Also ich glaube, es gibt also sehr viele Firmen, die man in Europa respektive Deutschland gar nicht kennt. Das ist dann eher so. Ich sag mal, Japan-Szene, Wankelszene, technisch recht bekannt. Aber der Shop war schon krass. Also, was ist krass? Der muss schon tief drinstecken, sag ich mal. Genau. Also, da musst du schon, ich sag mal, wenn du jetzt RX7FD-Fan bist, dann hast du den vielleicht noch irgendwann mal irgendwie über einen Reel oder Instagram irgendwas gefunden. Aber ja, jetzt, die machen ja jetzt kein Social Media so irgendwie aktiv. Das ist ja einfach nur haben und. Also, was man wirklich nach einem Tag sagen kann, ganz klar ist, also das Verständigungsproblem, das ist so akut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist echt brutal. Also du kommst wirklich nach Japan und ich war das letzte Mal hier vor 8 Jahren oder so. Und damals ist mir das nicht so aufgefallen, weil wir eine relativ große Reisegruppe waren. Das ist brutal, ne? Du denkst, okay, irgendwie machen wir alle was mit Autos. Also du kannst dich ja normal auf... Die können nicht mal guten Tag sagen. Ja. Also... War ja gut, ich sag mal, das Englisch hört auf kurz eigentlich noch im Flughafen. Ja. So ungefähr. Ich glaube, da in dem Kaffeeladen, da kannst du auch schon nicht mehr bestellen, ohne Japanisch zu können. Ja, aber das Krasse ist aber zum Beispiel, also wir sind heute mit Zug gefahren. Ja. Und da ist also da gibt es eine englische Ansage. Ja, das stimmt. Genau. Also die Stationen werden dann wieder in Englisch aufgerufen. Was ich dann nicht verstehen kann, weil wenn da keine Englisch schwitzt, warum brauchst du es dann? Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja. Weltmetropole, aber wir waren ja wirklich in Anführungsstrichen am Arsch der Welt. Und genau. Ja, also wir haben uns angeschaut, wir waren bei Lead, genau. Carshop. Das war echt, also es war. Das ist war ja jetzt faktisch Gebrauchtwagenhändler. Ja. So, und der bereitet dann halt auch die Autos auf. Und da ist natürlich auch der Fokus einfach auf Wankelautos. Nicht nur, aber ich glaube, da standen 8 FDs. Ja. 2 RX8. Ein ND. Ja, ein ND, genau. Und, dann halt so und natürlich halt nix Stock. Ja. Also da ist ja eine Frittentheke hinten drauf. Also das ist schon krass. Das waren so die Eindrücke, die man so hatte. Ne? So, und dann, aber ich fand halt, also wir sind dann, wollten, so er hatte einen Shop, Jackpot hieß der. Ja, genau. Der heißt, der hat aber leider zugehört, dann sind wir da hingefahren und auf dem Weg dahin erzählt er halt so, ich sag mal ein bisschen beiläufig, dass die Firma Panspeed da wäre. Mhm. Jetzt ich kenne die Firma Panspeed von Bildern, Videos etc. bb. Ja. Also alles cool. Und die macht es, also ja, ich habe schon super viele Bodykits von denen gesehen und Teile und sowas. Und da war ich schon recht aufgeregt und dann sind wir halt da hingefahren. Und es ist halt, also es war für den japanischen Shop schon eine große Firma. Jo. Ja, also das muss man sagen, aber das Verständigungsproblem war einfach so massiv. Leider, wir konnten nicht in den Shop rein, konnten nur in der Werkstatt schauen, aber nur ist immer relativ, weil ich sag mal, so viele FDs, wie wir heute gesehen haben, glaube ich, fahren in ganz Deutschland. Ja. Nie im Leben, nicht mal auf dem Reißbrenner oder so, glaube ich. So, also das ist schon krass, ja. Und ja, und vor allem, wenn die ja, als wir dran vorbeigefahren sind, auf der gegenüberliegenden Spur, kommt die ja dann so ein schwerer FD mit Frittentheke und alles... macht er gerade Probefahrt, Probe- und Einstellfahrt. Ja. Ja, das wäre ja bei uns auch nicht möglich, sag ich mal. Nee, also die Autos sind schon. Ja. Und dann waren wir da und dann sind wir, wir hatten ein bisschen Tuner rausgesucht und haben Garage 101, das ist, ich glaube, in
Das Garage kann man eigentlich weglassen. Die Firma heißt nur 101. Ja, wahrscheinlich. Also zumindest so auf dem Scheibenkeil. Ne? Und das war, also man muss eins sagen, dass bei Panspeed fand ich es relativ ordentlich. Ja, da war aber auch scheinbar mal eine Hebebühne drin. Das ist ja hier in so Läden auch keine selten. Selbstverständlichkeit. Nee. Also die schaffen ja alle auf dem Boden. Also auch als wir da im letzten Urlaub waren, da sind ja alle Tuner, da wird auf dem Boden geschaffen, Wagenheber. Das ist halt schon krass und da ist natürlich... Ja, jetzt kann man drüber lachen, ist ja Panspeed mit einer nagelneuen Hebebühne, ist da ja ein richtiger Performer auf dem Markt. Ja. Ja. Und dann gab es halt 101, die haben da halt auch richtig Kuh fliegen lassen, was das Thema betrifft. Also da gab es da gar keine Hebebühne und die hatten wirklich, also Jenga ist ihr Lebensstil gewesen. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, da waren so Armaturenbretter aufeinander gestapelt, du hättest nur eins nehmen müssen, glaube die ganze Halle wäre zusammengebrochen. und links, rechts sind dann wie so Gänge und da überall in diesem Ludolf-Prinzip liegen Teile. Ja. Und diese, also ich frage mich halt einfach, wenn der Punkt kommen würde, dass man sagt, okay, ja, ich weiß, in dem Haufen dort hinten links an der Wand unter der Treppe, da muss noch ein Radlagerhäuschen liegen. Ja, aber ich glaube, das hat, so bescheuert es klingt, aber wenn du überlegst, du bist in die Halle rein, vorne links lagen alle Lichtmaschinen. So, dann bist du weitergegangen, oben links hingen die ganzen Auspuffdinger. Ja. Da muss halt, also weiß ich nicht, ob der jetzt direkt was gefunden hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, NB-Anlasser, wäre vielleicht schwierig geworden, aber ich glaube, so ein bisschen ist vielleicht auch geordnetes Chaos, auch wenn das für uns ja pure Wahnsinn ist. Also, und du hast keinen Platz. Also jemand, der sagt, er wüsste nicht genau in Deutschland, wie er schrauben soll, also wenn jemand sagt, okay, bei uns ist eng, Bullshit. Ja. Ja, also das du ist kannst, da drüben. Wenn du ein Auto bewegen willst, bewegst du 8. Du musst die ganze Halle davor leer parken, musst alles von links nach rechts räumen, musst Teile wegräumen, musst den Motor wegstellen. Und da war auch noch ein Kunde da, das muss man echt sagen, also die Jungs da waren echt, das war ja auch nur die waren super nett, ein Mann, super, super nett, mega offen, du musst dir alles anschauen. Die haben gesagt, ja mach auf und guck dir das an. Und da war halt dieses super, super berühmte Garage 101 Auto mit dem sehr bekannten Bodykit und Breitbau. Sequenziellen Getriebe, aber Carbon, Armaturbrett. Ja. Ist bekannt, meine ich, aus den Time-Attack-Sachen auch zu Kuba. Ja. Zu Kuba. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das ausspricht. Ja. Ja. Ja, so. Und ja, jetzt mal gespannt. Also morgen auf dem Plan steht Kamekorns. Genau. Rea Mimia. Ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil das sind ja auch eigentlich noch richtige Wankelperformer. Ja. Und, die sind vor allen Dingen auch riesig, die müssten sehr groß sein, weil die auch die ganzen Kosmos, glaube ich, machen für Mazda. Also damit meine ich weiß, dass die zwei Hallen haben. Ja. So, und in der einen wohnen die auch oben drüber. Das ist so, ich sag mal, 3 Stockwerke und unten eine Garage drin, aber die Garage halt mit einer Deckenhöhe von 10 Meter. So. Ja. Das habe ich mal auf dem Bild gesehen oder hier bei den Speedhunter-Fotografen da auch schon mal sehen können. Wo dann natürlich die zweite Halle ist, das müssten wir morgen mal vielleicht ein bisschen aus dem Handgelenk schütteln. Aber ich glaube, das ist ja auch schon an den Sohn übergeben. Der Sohn war ja mit auf dem Seven-Stock. Genau. Der ist ja praktisch mit unserem japanischen Kollegen Yutoka ist der mit auf Seven-Stock im November letzten Jahres gewesen. Da durfte man schon mal kennenlernen. Die haben auch sogar ein Auto rübergeschifft. Diesen Polizei-FC war das doch, gell? Genau. Und also was heißt, da verspreche ich mir viel, aber ich glaube, das ist einfach ein cooler Laden so, weil das ist noch so richtig... halt alte Schule und trotzdem aber immer noch auf dem Top-Level unterwegs, weil die bauen immer noch Drift-Autos für D1. Machen die noch? Ja, bauen die noch. Und ich denke mal, da wird auch der ein oder andere Time-Attack-Kunde auch noch da stehen. Ja. Ne? Und dann stehen also wir ja mal ganz immer noch, also das ist anders wie bei uns. Also Time-Attack ist hier ein Riesending. Also am 17.02. ist eine Riesenveranstaltung Time-Attack hier. Also da kommen bestimmt, weiß ich nicht, 200-300 Autos oder so. Also das ist hier ein ganz anderes Level, einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Was halt auch spannend ist, morgen, wir haben Top Secret. Genau, da gehen wir mal, genau, wir haben erst genau Rea Mimia, dann der MX-5 Tuner oder Roadster Tuner und dann mal ins Nissan-Gewässer zu Top Secret rüber nach Chiba. Das wird, glaube ich, auch, ich sag mal, ganz spannend, weil der ist natürlich auch, ich sag mal, die Historie von der Supra und von der GDR, mit dem er dann da 400 fährt und diese V12 oder V10 Swaps, die der da gebastelt hat, das natürlich schon wild. Wie heißt nochmal diese Night... Midnight Club. Ja, Midnight Clubs. Ja, so, ja, aber auf dem Sticker ist immer nur mit Night. Genau, da ist, glaube ich, das klappt nicht drauf. So, das war ja so diese Zeit,
jetzt müsste ich überlegen, 80er, 90er, ja, genau, 90er, wo praktisch die Reichen, oder ja, schon reich, ja, reich, eigentlich da den Porsche genommen haben, um dann auf den Autobahnringen gegeneinander zu fahren. Und so kam dann die Supra dazu, der FD dazu, der GDR dazu, ja, diese ganzen Tunerbuden. Und haben eigentlich, naja, ich sag mal, die haben das dann wieder so richtig krass eigentlich aufleben lassen. Ja, so ein bisschen vielleicht auch, wie sagt ja, also man wie gesagt, da als Subkultur, ne? Ja. Ja. Danach fahren wir in die Nissan. Genau, Nissan Crossing, also die haben praktisch das ist ein Museum, einfach so eine Ausstellung, ein bisschen über 3-4 Stockwerke, das wollen wir dann nochmal angucken. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil da stehen auch historische, also ja, Youngtimer, Oldtimer müssten da stehen und dann wird das halt, ich meine, nach oben hin immer moderner oder nach unten. Eins von beiden. Das ist, glaube ich, sicherlich auch mal ganz cool. Ja, und dann schauen wir, wo wir zeitentechnisch stehen. Genau, also genau. Das, dann, das muss man weiter hierbei, muss man ja ganz klar sagen, müssen wir ein bisschen beachten. Ja, es ist halt auf der Autobahn 60. Selbst ja, wenn wir unseren Nordschleifenfahrer mit dabei haben, der Suai lässt so asozial brennen mit diesem Suzuki Every oder wie das Ding heißt. In Tokio brauchst du Zeit, um ja, von A nach B zu kommen. Ich meine, wer hätte es gedacht bei der Riesenstadt, aber das ist schon ein bisschen krasser genau, als bei uns in Deutschland. Also ich sag mal, durch Frankfurt durch kommst du ja auch schon relativ schnell, genau, also wirklich schnell. So, und hier ist das halt, da ist erstmal 60 auf den Autobahnen da im ersten Stock und dann hast du halt noch das Thema, dass da jetzt nicht jeder das ausreizt, sagen wir es mal so. Und dann brauchst du natürlich auch so einen Fahrer wie der Suhai, der da mal ein bisschen fliegen lässt mit dem Koffer. Und dann war das schon echt. Man muss halt sagen, dass du im Schnitt, ich habe es halt einfach gesehen, also wenn du dich rund um das Stadtzentrum bewegst, sind 10 Minuten, also 10 Kilometer dauern 30 Minuten. Und wenn du dann aus dem Stadtzentrum jo, rauskommst, genau, so, und dann wird, dann das, wird wieder, das wieder relativ normal. Ja. Und das ist halt immer so, und dann an Ballungspunkten staut es halt wieder. Mhm. Ne? Und deswegen müssen wir morgen mal so gucken, wie weit wir kommen. Und dann müssen wir ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja, und ich sag mal, jetzt haben wir haben hier 8:30, vielleicht noch so eine halbe Stunde irgendwie was machen. Ich wollte eigentlich abends in so ein Badehaus und ein bisschen entspannen, aber ich bin einfach zu fertig. Ich gehe jetzt gleich einfach nochmal in Ruhe duschen und dann mache ich ein bisschen was am Handy und dann lege ich mich auch schlafen. Ich werde sicherlich in der Nacht irgendwann wach werden. Ist mal halt relativ früh wach. Dann kannst du mir die Europax geben, weil wenn du dann wieder mit der Kundschaft telefonierst, wie in den USA, das können wir hier gerade mal lassen, gell? Das in ist unserem top. Zweibettzimmer. Das ist top. Ja. Ja, und aber also morgen bin ich wirklich gespannt. Aber wobei ich am meisten eigentlich auf den ganzen Freitag gespannt bin. Also Freitag sind wir auf dem Tokyo Auto Salon und genau, sind abends noch in so einer. Genau, auf dem Underground Meet, ja, was da so ein bisschen, ja, ich sag mal, ist eigentlich ganz cool gemacht. Das ist nur Invite-Only. Also ja, musst dich vorher anmelden. Da kennen wir natürlich auch über unsere Japaner, über so ein paar Ecken, dann den Veranstalter. Haben uns da entsprechend dann mal auf die Liste schreiben lassen. Und die Location wird praktisch wirklich erst Freitagmorgens während des Tokyo Auto Salon bekannt gegeben, dass natürlich da auch die Polizei das Ding dann nicht schon vorher räumt. Was man dazu sagen muss, da wird natürlich grundlegend nichts Illegales gemacht. Also die Japaner selber, die benehmen sich ja wirklich. Also da dreht vielleicht mal einer in den Begrenzer, aber dann ist das einer von 100. Ja. Ansonsten ist das wirklich nur, so hat man das letztes Jahr im März ja auch, einfach hinstellen, abstellen den Koffer und gucken. Mhm. Ja, genau, also das ist nochmal ein bisschen anders und auch gesitteter viel, viel geiler als bei uns. Ja, ja. Gut, natürlich USA, wenn man da jetzt die Vegas-Nächte nimmt, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen krasser. Ja, ja, das ist natürlich auch schon mal cool, sowas zu sehen. Aber ich muss dann sagen, um hier auch mal die Autos anzugucken, die Besitzer stehen ja meistens dann daneben, da kannst du mit denen ein bisschen quatschen. Gerade die jüngeren Leute können dann doch mal ein bisschen öfters Englisch als die älteren Herrschaften. Aber trotzdem, genau, das wird, glaube ich, ein ganz spannender Tag. Freitagmorgens auch direkt mit dem Industriepass da rein in den Laden, weil wir da auch eingeladen worden sind von unserem Japaner. Mhm. Das ist auch schon mal ganz cool. Da haben wir wenigstens mal, oh, ich glaube, drei Viertel ist dann erstmal mit weniger Zuschauern und dann machen die praktisch Public auf. Das ist auch ganz schön. Und ja, das ist, glaube ich, so mal so das größte Highlight. Wobei ich glaube, morgen wird auch schon wieder wild. Ja. Wenn ich überlege, wenn du irgendwo um die Ecke fährst und da steht einfach wieder so ein tiefer Koffer. Ja, das ist schon eine coole Sache. Wird spannend. Also, genau. In diesem Sinne, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.